Nancy Faeser ist völlig überfordert und die Mehrheit der Deutschen fordert den Rücktritt der Innenministerin. Und es gibt eine Statistik, die die aktuelle Misere mal perfekt auf den Punkt bringt. Jedes Jahr finden in Deutschland 800 Gruppenvergewaltigungen statt. Das sind 2 Gruppenvergewaltigungen an jedem einzelnen Tag. An jedem Tag, an dem wir in Deutschland hier auf den Straßen rumlaufen, finden 2 Gruppenvergewaltigungen statt, bei der die Mehrheit der Täter Migranten oder Ausländer sind. Das ist eine schockierende Statistik und die untermauert doch ganz klar mal, dass wir hier in Deutschland keine innere Sicherheit, dass wir keine vollständige innere Sicherheit mehr hier in Deutschland haben und dass die erste Priorität doch erstmal sein müsste, die innere Sicherheit in Deutschland wiederherzustellen. Denn die ist ja, wenn man sich die Statistik anschaut, ganz klar nicht mehr gegeben. Und es sagen ja nicht nur Deutsche, ich spreche nicht nur für Deutsche, ich spreche auch ganz klar für Ausländer, die sagen, was ist denn überhaupt noch hier mit Deutschland los? Das kann doch nicht sein. Die Leute sind damals hier nach Deutschland reingekommen, weil es gute Steuern gab, wenig Bürokratie gab. Damals war hier noch ein sicheres Land. Deutschland war mal wirklich eines der sichersten Länder auf der ganzen Welt. Und heutzutage 2 Gruppenvergewaltigungen an jedem einzelnen Tag stattfinden und wir eine Innenministerin hier in Deutschland haben, bei der die Mehrheit der Bevölkerung fordert, dass diese Ministerin jetzt endlich zurücktritt. Bis zu 60% fordern den Rücktritt der Frau Faeser. Und muss man mal ganz klar sagen, die Mehrheit der Deutschen fordert auch, dass es jetzt endlich Neuwahlen gibt und es souverän hat, in Deutschland zu entscheiden. Und es souverän legt sich auch ganz klar darauf fest, dass diese Frau Faeser in ihrem Amt als Innenministerin völlig überfordert ist. Doch die Ampel möchte das nicht anerkennen. Gleichzeitig lehnt sie Neuwahlen ab. Doch wir wissen alle, warum sie das macht, da sie keine Mehrheit mehr hätte, nicht mal ansatzweise. Denn wenn man sich die Wahlumfragen anschaut, ist die Ampel ganz klar schon abgewählt worden. Auch bei den Landtagswahlen und an den Nancy Faeser, bei der die Mehrheit der Bevölkerung ganz klar sagt, diese Frau ist nicht in der Lage, die großen Probleme, die wir hier innenpolitisch haben, in Deutschland zu lösen, lässt dann das Fass wirklich überlaufen, denn diese Frau ist einfach nur überfordert.